Yo, meine lieben Jungs, mein Name ist Dena und das ist heute der 25. Dena-Tag. Letzte Woche beim 24. Dena-Tag gab es ja einen Special Dena-Tag und da schauen wir uns mal kurz einen Ausschnitt an. Junge! Ask me what it feel like, staring at the sky, so vanilla telling Kurt Russell, homie, this ain't real life. I'll be making. Der letzte Dienstag kam ja richtig gut an, das hat mich selbst auch gefreut, weil es einfach mir Spaß gemacht hat, das Video zu machen und so weiter. Viele haben gefragt, was das für eine Musik war, und das war natürlich Hoodie Ellen, The Chase is On, stand ja auch in der Beschreibung, aber hier, schau mal. Aha. Ja? Ich war ja auch zusammen mit dem Izzy vor ein paar Monaten mal, oder ein Monat ungefähr ist das her, war ich beim Konzert in Köln, hab den getroffen und mir schön natürlich direkt mal Cap und Autogramm geholt. Mega cool, höre den schon seit 2-3 Jahren jetzt mittlerweile. Und war klar, so ein Lied da mal einbauen, passt auch. The Chase is On, war richtig geil. Heute dachte ich mir, kommentiere ich mal ein paar Kommentare, denn das wurde ja auch vorgeschlagen. Also zum Beispiel der hier von The Pro Gamer. Und bitte entschuldigt, dass das hier so ein bisschen der Bildschirm flimmert in der Kamera. Ich dachte, ich mache es mal so unprofessionell. The Pro Gamer 000. Einfach Hammer, macht auf jeden Fall mehr Videos von dir in Real Life. Und sag doch mal, wie viel Uhr stehst du genau auf? Also wie viel Uhr ich immer aufstehe, ist total unterschiedlich, weil ich halt manchmal stehe ich halt auf um 6 Uhr, 6.30 Uhr, 6.45 Uhr, so wie im Dienstag ja auch. So, weil ich dann halt früh Uni habe. Manchmal habe ich auch erst später Uni, an manchen Tagen habe ich gar keine Uni, da stehe ich ein bisschen später auf. Manchmal habe ich eine Aufnahme geplant und so weiter. Aber ich stelle mir jeden Tag einen Wecker, selbst wenn ich erst um 12 Uhr eine Aufnahme habe, stelle ich mir einen Wecker auf 11 Uhr, nämlich überall aufstehe, weil ich stehe sonst, ich schlafe durch, weil ich chronischen Schlafmangel habe, aber das sieht man mir auch an hier mit den Augen und so weiter. Das ist, ich glaube, das ist eine YouTuber-Krankheit. Egal, man hat immer Schlafmangel. So, der Kommentar geht ja noch weiter. Und kannst du mal deine Kommentare kommentieren? Und das mache ich ja gerade, aufgrund zum Beispiel seines Vorschlages. Ja, wir haben mehrere geschrieben. Und wie lange wirst du GTA Online noch spielen? Danke im Voraus. Ja, GTA Online werde ich so lange machen, wie ich dann Spaß habe und wie lange ihr dann Spaß habt. Ich nehme gleich auch noch weiter GTA mit Kev auf. Ne, das ist hier mal wieder richtig, richtig, richtig schön spät. Ihr seht ja, ne, Dena-Tag, Dena-Style-mäßig hier 17.10.2029. Ja, das heißt, der Dena-Tag kommt so um 9 Uhr pipapo online in die Kinos. Nein, zu euch nach Hause gebeamt. Und ja, aber so ist das dann. Und ich habe gerade bis gerade eben Formel 1 mit Jay aufgenommen. Jetzt nehme ich den Dienstag auf, dann schneide ich den, dann lege ich ihn hoch. Heute schneide ich nicht so viel, weil ich wenig Zeit habe. Deswegen mache ich das ja so oldschool-mäßig und rede so schnell. Und oldschool-mäßig mit den Kommentaren nicht so einblenden ins Video, sondern einfach hier auf dem Bildschirm ein weiter und wusch, wieder dahin. Und dann steht da Horny Stuff Productions. Dena, kannst du mal deine Lieblingsmusik in einem Video auflisten? Ich suche gute Musik, da bei mir in einer Woche die Schule anfängt und da brauche ich Musik für den Bus. Ja, in einem Video auflisten macht nicht so viel Sinn, weil dank der GEMA kann man die meisten Sachen ja gar nicht hier machen, ohne dass das Video sofort gesperrt wird. Und deshalb macht es wenig Sinn in einem Video, aber auf meinem Kanal youtube.com/Dena, sollst du kennen. So sag ich das überhaupt. Aber egal, da gibt es nämlich in den Links, gibt es einen Spotify-Link und da findet ihr meine ganze Musik, die ich so höre. Also habe ich so mehrere Playlisten angelegt und da findet ihr so, was ich da so für Musik höre. Da ist auch Hoodie Ellen zum Beispiel. So, dann geht's weiter mit Mr. Feiges Früchtchen und der fragt, wo findest du die Zeit zum Aufnehmen? Ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, das frage ich mich häufig auch. Wo, wann, wie, wo soll ich aufnehmen? Oder wo soll ich Uni machen, wenn ich die ganze Zeit hier YouTube-Zeugs mache? Das ist echt schwer mittlerweile geworden. Irgendwo klappt es halt. Aber ihr seht, dann ist echt der ganze Tag aufgebraucht und Freizeit ist extrem wenig geworden. Und manchmal, das Schlimmste ist dann, dass man manchmal so fertig ist, dass man zwar nichts schafft, ja, aber dann echt nur 2-3 Stunden lang nichts macht und nichts schafft und trotzdem immer noch fertig ist. Und das habe ich im Moment so. Und das ist voll schlimm. Das Ding ist nämlich, dass ich so wenig vorproduziere im Moment und ich hoffe, dass ich bald mal wieder irgendwas habe, wo ich ein bisschen so mal eine Woche im Voraus Videos fertig machen kann. Mit Jay habe ich es jetzt geschafft, dass ich mal, ich glaube, wir haben schon 4 Rennen jetzt noch wieder aufgenommen. Das ist einfach, das erleichtert alles, weil man nicht den ganzen Stress hat, dass man dann für morgen wieder ein Video aufnehmen muss. Gleich nicht mit Kev GTA auf, das kommt am nächsten, das kommt morgen. Ja? Das heißt, ich muss jetzt auch noch schneiden und wenn ich das jetzt nicht schaffen würde, die Aufnahme oder irgendwas fehlt, habe ich morgen keine Folge. Und das ist mega Stress, weil ich stehe morgen auch wieder auf, 6.30 Uhr, dann geht's zur Uni, danach steige ich nochmal bei Mediakraft vorbei und dann komme ich dann abends nach Hause und weiß nicht, oder was ist abends, 16 Uhr vielleicht oder so, oder vielleicht erst 18 Uhr. Puh. Und dann startet das neue Projekt, das Minecraft-Projekt, natürlich dann auch noch am Wochenende und das wird mega fett, das wird richtig gut. So, Max Wendel schreibt, Junge, das ist definitiv eines deiner besten Videos, über mehr solcher Videos würde ich mich jedenfalls freuen. Weil es ja ein bisschen Abwechslung reinbringt. Bleibst du, wie du bist, mein Abo hast du.
LG Max. Ja, danke auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall Bock, mehr so Videos zu machen. Das will ich ja sowieso am Dänerstag. Da will ich entweder so Laber-Vlog-mäßig Kommentare beantworten, so wie das hier. Oder halt sowas Besonderes wie wie einen Tag im Leben von Dena. Wie letztes Mal. Oder mal so einen Tag machen. Ne? Oder 20 Facts About Me oder wie das alles heißt. Und da habe ich richtig Bock drauf. Häufig ist nur so, ich merke Mittwochabend, oh shit, ich habe noch nichts für den Dänerstag. Und ich habe einen Donnerstagabend, oder ich merke es auch Mittwoch, gestern war Mittwochabend und ich habe so gedacht, scheiße, ich habe noch nichts, ich bin viel zu müde, um was zu machen. Ja, dann war heute Uni bis spätabends und dann bin ich nach Hause gekommen, habe mit Jay aufgenommen und jetzt sofort das hier. Und da schafft man halt nichts besonders Aufwendiges mehr, aber manchmal schaue ich das und dann kommen geile Sachen und ich will auf jeden Fall immer so ein bisschen Abwechslung in den Donnerstag reinbringen, wo halt auch nicht nur Games kommen, sondern jeden Donnerstag gibt es hier auf dem Kanal auch mal ein bisschen Real-Life-Zeugs. So, nächster Kommentar ist von Saraza. Gutes Video, lieber Dena. Da sieht man, dass wir Let's Player nicht nur den ganzen Tag rumlümmeln, auch wenn es natürlich schlimmere Jobs gibt. Ja, das finde ich sowieso richtig cool, dass der Saraza mal hier aufs Video geschaut hat und sogar einen Kommentar da gelassen hat. Und genau das wollte ich eigentlich auch mit dem Video zum Teil damit erreichen, dass man mal sieht, was mache ich eigentlich den ganzen Tag. Ja, weil ihr denkt euch vielleicht, oh, der haut 2 15-Minuten-Videos raus. Das heißt, der zockt 30 Minuten am Tag, geil, und lädt das hoch, fertig. Und ihr seht, das ist ein bisschen anstrengender, was man hier schon macht als Let's Player, auch wenn es viel, viel härtere Jobs gibt. Und bei mir zusätzlich noch, ich mache ja nicht nur Let's Plays, wir machen ja wie die meisten Let's Player, die jetzt auf YouTube, sag ich mal, so eine Reichweite haben wie ich, die machen das alles, machen nur YouTube und sonst nichts. Und das ist schon richtig, das ist ein Fulltime-Job und ich studiere nebenbei einfach nochmal und das ist echt viel, aber ich will mich nicht beschweren, weil wie der Waller schon gesagt hat, ist es extrem cool, trotzdem Let's Player zu sein und nicht, sag ich mal, in der Bank zu sitzen oder irgendwas, ne? Dass man eine Möglichkeit hat, hier Let's Plays zu machen und damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist mega hammer geil und das haben wir euch zu verdanken. Darum Dankeschön. Kann man nicht häufig genug sagen. So, nächster Kommentar kommt von Germancrafter. Schon heftig, wie sie alles mit dir entwickelt hat. Ich weiß noch, wie ich damals seinen Kanal abonniert habe, nachdem das mit Minecraft zu Ende gegangen ist und als du nur kleinere Minecraft-Tutorials gemacht hast, beziehungsweise ab der 1.8 ein Let's Play. Mittlerweile sind seitdem etwa 260.000 Abonnenten dazugekommen. Und jetzt sieht man, wo man mit viel Ehrgeiz, Motivation und Spaß an der Sache hinkommen kann. Viel Erfolg weiterhin, kannst stolz auf dich sein. Ja, vielen Dank, Germancrafter. Ich dachte, ja, das kenne ich doch. Und dann bin ich mal auf den Kanal gegangen. Und es ist eigentlich, hieß der Name früher German Enderman. Aber das Profilbild war, glaube ich, das gleiche oder ähnlich. Und ich kenn das, ja. Das früher hast du ja schon mal kommentiert. Wie er gesagt hat, bei meinen allerersten Videos war er schon dabei. Und das finde ich mega cool, dass du auf jeden Fall auch dabei bist. Und klar, also wie man da sieht, vor 2 Jahren habe ich angefangen mit so kleineren Minecraft-Tutorials. Und jetzt mache ich das, was ich jetzt mache und das ist einfach hammer, hammer cool und auch total irreal eigentlich, surreal, wenn man überlegt, 260.000 Abonnenten, das passt in kein Stadion in Deutschland und so viele Leute schauen mir einfach mal zu, wie ich hier irgendeine Blödsinn mache. Aber es ist cool auf jeden Fall. So, nächster Kommentar von Queryball. Dena, ich hatte erst ein ziemlich falsches Bild von dir, hab dich teilweise gehatet wegen der Nuke Mega Projekt und so weiter. Nur jetzt ist mir irgendwie erst klar geworden, bist eigentlich ganz cool. Daher ein fetter Daumen nach oben und mein Abo hast du auch wieder. Ja, das sowieso halt Nuke im Megaprojekt, ne, dann dachten dann viele Leute und auch sowieso, weil ich immer in den Videos immer so aufgedreht bin und so viel rumschreie, Junge! Ja, das ist, denken sie, oh, was ist denn das für ein verrückter, abgedrehter Junge, was ist da los mit dem, was ist kaputt bei dem, ist der krank, hat der ADHS oder was weiß ich, was da immer geschrieben wird oder und so weiter und deswegen fand ich es eigentlich auch mal ganz cool, so ein privates Video sozusagen so zu machen, weil natürlich bin ich nicht den ganzen Tag hier total aufgedreht und schreie Junge rum und was weiß ich alles, sondern so ist halt, so bin ich in der Aufnahme und es macht mir richtig Spaß, einfach mal zu spielen, ne, und auch mit irgendwelchen anderen Leuten zu spielen und einfach mal Junge zu schreien und einfach mal die Sau rauszulassen, das macht richtig Bock, aber das heißt doch nicht, dass ich hier normalerweise den ganzen Tag hier total asozial rumlaufe und Nukes durch Köln werfe oder was weiß ich alles, ja. Deswegen finde ich so, auch wenn ich bei anderen YouTubern, wenn man mal so ein privates hinter den Kulissen Video sozusagen sieht, findet man eigentlich fast jeden sympathisch, auch wenn man sonst so denkt, oh, was ist denn das für einer? Und das ist sowieso, man darf es jetzt nicht immer so denken, nur weil man die Videos guckt, kennt man den Menschen dahinter. Und der ist nochmal ganz anders. Und so ein hinter den Kulissen Video kommt man da vielleicht immer ein bisschen zumindest näher an die Person ran. So. Nächster Kommentar ist von ungespielt44, nicht der echte, der heißt nur so hier. Und der möchte gerne das Junge Shirt. Und das kann er sich jetzt wieder kaufen, Link ist in der Beschreibung. Habe ich ihm schon gesagt, denn ich habe es jetzt auch schon wieder an hier. Junge, extra für den Dienstag angezogen. Denn es hatten richtig viele gefragt und ich habe mir beantwortet, kann man wieder kaufen. Und es gab es ja kurze Zeit lang nicht. Jetzt gibt es das aber wieder. Und darum schreibe ich es jetzt auch nochmal hier unten rein in die Beschreibung. Das Junge Shirt
könnt ihr euch jetzt wieder kaufen. dena.tv/fanshop ist der Link und steht auch in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das kaufen und dann wird es euch nach Hause gesendet. Und ich will auch nochmal neue Motive machen, aber die Zeit, sie fehlt. Aber ich habe richtig Bock auf so King Junge Dena T-Shirts und so. Habt ihr da Bock drauf? Schreibt mir mal rein in die Kommentare, was ihr noch cool als T-Shirt finden würdet. So. Das war der 8. Kommentar. 10 habe ich rausgesucht. Der 9., also der vorletzte von Dingsbums. Das Video ist echt geil geworden, ist mal was anderes. Und somit kann man sich mal ein Bild machen, was ein YouTuber so alles am Tag macht. Genau! Genau das, wie ich ja gerade eben schon gesagt hatte. So. Dass man einfach mal sieht, was machen denn die YouTuber eigentlich den ganzen Tag? Ne? Nehmen die nur auf oder so? Oder sind das total verrückte Menschen? Oder haben die eigentlich so ein ganz normales Leben? Müssen morgens früh aufstehen und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich cool, wenn ihr dann so durch das Video da mal so einen kleinen Einblick bekommen könnt. So, kommen wir zum letzten Kommentar zuerst. Und der ist von King Brusic. Und der schreibt: Wie alt bist du, Dena? Ich wollte jetzt zum Ende nochmal einen Kommentar reinbringen, der auch wirklich eine von den viel und häufig gestellten Fragen beinhaltet. Wie alt bist du, Dena? Und lebst du mit deinen Eltern oder alleine? So, also nochmal zum Mitschreiben. Dena ist 19 Jahre alt, ich habe am 25.06. Geburtstag. Ja, das heißt, irgendwann nächstes Jahr bin ich auch noch älter als 19. Ich bin nicht für die Ewigkeit 19. Und ich lebe nicht mit meinen Eltern, sondern ich lebe hier alleine in Köln. Bin umgezogen halt für Studium. Was studiere ich? Wurde auch noch gefragt. Ich studiere Medienwirtschaft hier in Köln. Und ich denke, dann habe ich aber ordentlich was beantwortet. Hat mir Spaß gemacht, mal wieder so Kommentare zu beantworten. Was haltet ihr davon, dass ich vielleicht einmal im Monat oder so, so pipapo, mal Daumen und so weiter, immer wenn Bedarf besteht, mal Kommentare hier im Dena-Sack beantworte. Und sonst halt so Vlogs und Follow Me Arounds und Tags und so weiter. Vorschläge für den Dena-Sack immer gerne rein in die Kommentare unten. Und dann danke ich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, gute Nacht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao!